Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Video hochgeladen und habe darin erzählt, dass ich mir vorgenommen habe, mit den Kindern zusammen Yoga zu machen, Kinder-Yoga zu machen. Ich hatte da auch ein ganz, ganz tolles Buch gefunden, was ich auch immer noch empfehlen kann. Ich bin nur dann irgendwann an den Punkt gekommen, relativ zu Beginn, wo meine Kinder auf die Vorstellung meiner Kinder auf meine Vorstellungen geprallt sind. Und da war natürlich ein Thema, wozu ist Yoga gut und warum soll ich das machen? Und zum anderen auch die fehlende Motivation meiner Kinder, logischerweise, weil das war irgendwie meine Idee und ich hatte da Bock drauf, da auch Yoga mitzumachen. Und dann bin ich durch Zufall, so wie das zum Glück sehr oft bei mir ist, auf Instagram auf einem Profil aufmerksam geworden. Und zwar war das Profil von Helga Hirsch, was ich euch auch mal in der Infobox verlinke. Und Helga Hirsch hat dieses Buch hier herausgebracht. Das ist Das Zaubermäuschen, das Geheimnis. Ein Yoga-Buch für Kinder von Helga Hirsch. Das Buch verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Und das unfassbar Schöne an diesem Buch für mich persönlich ist, es geht nicht nur um Yoga. Und zwar möchte ich dazu mal gerne hier die Rückseite vorlesen. Wie wäre es, wenn du dich mit einem magischen Zauberspruch und Zaubermäuseohren in einen Zauberwald hineinzaubern könntest? Und wie wäre es, wenn du dort eine Maus triffst, mit der du über alles reden kannst, die mit dir an einem zauberhaften See im Zauberwald Yoga macht, mit dir meditiert und dir alle Fragen des Lebens beantworten kann? Genau das passiert Leni an ihrem 5. Geburtstag, als sie von ihrer Omi echte Zaubermäuseohren geschenkt bekommt. Mit diesen Zauberohren hat sie die Möglichkeit, sich in den Zauberwald zu zaubern. Dort trifft sie Zaubermäuschen und erlebt mit ihr viele Abenteuer. Zaubermäuschen kann alle Fragen dieser Welt beantworten und wird für Leni zum Berater für alle Lebensthemen. Bei Zaubermäuschen lernt sie Meditation, Yoga und dass wir Menschen alle unterschiedlich sind und das auch gut so ist. Und das finde ich halt so unglaublich wertvoll. Und es geht damit los, dass halt die Geschichte beginnt, und zwar mit Lenis Geburtstag. Und da fand ich das tatsächlich sehr passend, dass auch mit dem Geburtstag eines meiner Kinder starten zu lassen, um dann halt Lenis Geburtstag so ein bisschen zu adaptieren. Und man liest halt erst so ein bisschen vor von Lenis Geburtstag, dann startet man zum Beispiel mit einer ganz, ganz kleinen Meditation, da ist dann das Kapitel Leni lernt Meditation. Und dann kommt im Laufe des Buches kommen dann verschiedene Positionen, Figuren aus dem Yoga. Und da würde ich tatsächlich empfehlen, aus meiner Erfahrung jetzt heraus, sich das vorher mal durchzulesen und diese Yoga-Position selbst auszuprobieren, dass man dann dem Kind erklären kann, wie das am besten funktioniert. Wobei man das Kind schon selbst ausprobieren lassen soll, aber man muss erstmal selber wissen, wie es eigentlich aussehen soll und wie es funktionieren soll. Und dann kommt wieder ein Teil, wo man vorliest, wo man sich ja, quasi verabschiedet und wieder zurückkehrt. Und dann folgen noch weitere kleinere Geschichten so in dem Buch. Und dann hat man hinten noch mal so ein Erklärteil und da stehen auch noch mal die Asanas, heißt das, und ihre Wirkungen auf den Körper. Und das Schöne ist wirklich, dass diese Yoga-Übungen mit einer spannenden Geschichte ummantelt sind. Das ist nicht dieses klassische, okay, ich habe da ein Buch liegen, da ist ein Bild, was ich jetzt machen muss und das machen wir jetzt so hintereinander, sondern dass es irgendwie so für, einfach kindgerecht verpackt ist. Und ich habe aus meiner eigenen Erfahrung jetzt heraus mit meinen Kindern festgestellt, dass es das tatsächlich für den Anfang braucht, bevor man dann das Buch nutzen kann, was ich euch schon vorangegangenes Video gezeigt hatte. Und es ist halt perfekt, um die Kinder an dieses Thema Yoga und auch Meditation und andere Themen heranzuführen und den Spaß daran zu wecken. Also diese Motivation, die bei uns gefehlt hat, zu wecken, dieses Thema jetzt gemeinsam anzugehen. Und deswegen wollte ich euch gerne diese Entdeckung empfehlen. Verlinke sie euch unten in der Infobox, das Zaubermäuschen.
Und mich würde jetzt interessieren, und schreibt das ja sehr gerne in den Kommentaren, ob ihr schon mal Yoga mit euren Kindern gemacht habt, wie das so läuft, ob ihr vielleicht auch vorhabt, das in eurem Alltag zu implementieren. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!